Dann rufe ich auf den Punkt 54, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen. Wunsch der Fraktion DIE LINKE, soll die Petition 1931/19 Hebammenversorgung in Hessen getrennt abgestimmt werden. Die stimmen wir zuerst ab. Wer ist dafür? Das ist CDU, SPD, GRÜNE, FDP. Wer ist dagegen? DIE LINKE. Damit so beschlossen. Und stimmt zu? Dagegen. Der Abg. Öztürk ist auch dagegen. Dann kommen wir insgesamt zu den Beschlussempfehlungen über die Petitionen. Wer stimmt zu? Wer ist dagegen? Keine. Dann ist das so einstimmig beschlossen. So, jetzt haben wir zu beschließen Beschlussempfehlungen ohne Aussprache. Top 44. Beschlussempfehlung Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 1933/38 zu 1932/78. Auf die Berichterstattung wird jeweils verzichtet. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, LINKE. Wer enthält sich? FDP. Damit so beschlossen. 45. Die Frau Kollegin Öztürk stimmt auch dagegen. Jawohl. Dann haben wir 45 Beschlussempfehlung Bericht des Sozialen Integrationspolitischen Ausschusses 1933/15/19/2649. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Und wer enthält sich? Die Sozialdemokraten. Dann ist das so beschlossen. 46 Beschlussempfehlung Bericht des Sozialen Integrationspolitischen Ausschusses 1933/15/19/31/8. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Und Enthaltung die FDP. Damit so beschlossen. 49 Beschlussempfehlung Bericht Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Landesentwicklung 1933/54/19/20/26. Wer stimmt zu? CDU, SPD, GRÜNE, FDP. Wer ist dagegen? Dann ist gegen die Stimmen der LINKEN und der Frau Kollegin Öztürk beschlossen. Dann haben wir 50 Beschlussempfehlung Bericht Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Geschäftsordnung. Was kommt, Kollege in der Rudolph? Was harmloses, Herr Präsident. Wir bitten nur, die Ziffern 1 und 2 getrennt abzustimmen. 1 und 2 getrennt zum Punkt 50. Wer stimmt 1 zu? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP. Wer enthält sich? DIE LINKE. Damit ist 1 beschlossen. Wer stimmt 2 zu? CDU, langsam noch einmal. Wer stimmt zu? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNE, DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Und wer ist dagegen? Die FDP. Damit mit dieser Mehrheit beschlossen. Dann 51. Beschlussempfehlung Bericht Ausschuss für Wirtschaft, Energie usw. So 1933/56 zu 1932/12. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? Frau Abgeordnete, wer enthält sich? Bei Enthaltung des Rest des Hauses beschlossen. 52 Beschlussempfehlung Bericht Kulturpolitischen Ausschuss 1933/64 zu 1915/83. Wer stimmt zu? CDU, FDP, GRÜNE. Wer ist dagegen? SPD, LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Damit so beschlossen. 53 Beschlussempfehlung Bericht Kulturpolitischen Geschäftsordnung, Kollege Rock. Bitte? Zwei Ziffern getrennt abstimmen. Ja. Ziffer 1, wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Keine Enthaltung. 1 mit einstimmig bei Enthaltung von SPD, LINKE und Frau Öztürk. Dann Ziffer 2, CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Dagegen? Keine Enthaltung. Rest des Hauses. Dann kommen wir zu 53, Beschlussempfehlung Bericht Kulturpolitischen Ausschuss 1933/65 zu 1933/10. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die SPD. Damit so beschlossen. 60, Beschlussempfehlung Bericht des Haushaltsausschusses zu dem Antrag der Fraktion DIE LINKE 1933/81 zu 1933/82. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Dagegen?
SPD, DIE LINKE, Frau Kollegin Öztürk. Wer enthält sich? Die FDP. Damit so beschlossen. Und 61, Schlussempfehlungsbericht des Haushaltsausschusses 1933-82 1933-06. Wer ist dafür? CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? Keiner. Wer enthält sich? Der Rest des Hauses. Damit hätten wir das auch erledigt. Und bevor wir jetzt zum Schluss kommen, darf ich Sie noch darauf hinweisen, dass der Innenausschuss nun im Sitzungsraum 501a zusammenkommt. Und ich möchte Sie auf den Parlamentarischen Abend des BUND Hessen hinweisen, der nun im Anschluss an die Plenarsitzung im Restaurant des Hessischen Landtags stattfindet. Das war's für heute. Ich darf mich bedanken. Alles Gute, einen schönen Abend. Glück auf, die Sitzung ist geschlossen.